Wenn Manchester United auf Saint-Étienne im Sechzehntelfinale der Europa League trifft, blickt zwangsläufig die ganze Fußballwelt mit Spannung auf Paul Pogba. Denn dieses Mal trifft Paul auf einen alten Bekannten, seinen Bruder Florentin. Zum ersten Mal in ihrem Leben treffen die Brüder, die ein gutes Verhältnis verbindet, als Gegner aufeinander. Ein Duell zwischen zwei Brüdern wie David gegen Goliath. Auf der einen Seite spielt der schmächtige Gigant Paul, der teuerste Spieler der Welt, mit einem Gehalt von 350.000 Euro pro Woche gegen seinen älteren und vor Muskeln strotzenden Bruder, der in der Welt des internationalen Fußballs nicht mehr ist als ein kleiner Fisch. Doch gerade wegen dieser verbindenden Gegensätze ist ein Vergleich zwischen den Brüdern doch ganz interessant. Paul Pogba ist mit 23 Jahren der teuerste Spieler der Welt. Sein Transfer zu Manchester United im Sommer kostete die Red Devils die Rekordsumme von 105 Millionen Euro. Der 3 Jahre ältere Bruder Florentin hatte seinen Durchbruch im Jahr 2012, als er für 500.000 Euro zu Saint-Étienne wechselte. Paul Pogba ist ein absoluter Superstar. Mit insgesamt schon 44 Länderspielen für Frankreich seit seinem Debüt 2013. Er war auch Leistungsträger des Teams, das bei der Euro 2016 im eigenen Land das Finale erreichte. Sein Marktwert betrifft das 70-fache seines Bruders. Florentin Pogba hatte ein kurzes Intermezzo bei der U20, wechselte dann aber 2010 nach Guinea, seinem Geburtsland, und hat seitdem erst 12 Länderspiele absolviert. Seit der Spielauslosung zwischen United und Saint-Étienne im Dezember liefern sich die beiden Brüder auch in den sozialen Medien ein Duell. Allerdings hat Paul auch hier mit 12,5 Millionen Followern die Nase vorn. Florentin folgen im Gegensatz dazu nur 38.000 User bei Instagram. Paul Pogba hat während seiner Zeit bei Juventus 4 Meisterschaften und 8-mal den Pokal gewonnen, während Florentin noch geduldig auf den ersten Titel wartet. Allerdings hält sich Saint-Étienne auch noch wacker im französischen Pokal. Ein Titel ist also möglich. Und auch wenn Paul im direkten Vergleich überall vorne liegt, ist Florentins Mannschaft in der Europa League noch unbesiegt und wurde Gruppenerster. Man United dagegen beendete die Gruppenphase mit 2 Niederlagen, nur auf Platz 2. Abgesehen von der großen Kohle, dem Ruhm und dem Erfolg, was meint ihr? Welcher Bruder setzt sich morgen durch? Schreibt uns eure Kommentare und für alles Wissenswerte zur Euroleague ladet unsere OneFootball-App runter.